So, in dem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ich persönlich eine Trap Base baue, wenn ich natürlich die passenden Ressourcen habe, beziehungsweise die passenden Baupläne, wie ich zum Beispiel für dieses wundervolle Tor dort. Obwohl es immer schwerer wird, bei Rust zu trappen, weil egal welche Base irgendwie offen ist, wird direkt immer gesagt: Oh nein, es ist eine Trap Base. Oh nein, es ist eine Trap Base. So, auf jeden Fall habe ich die so gebaut, habe auch ein paar kleine Fehler gemacht, weil hier hätte ich halt jetzt gerne eine zue Wand gehabt. So, und im Endeffekt ist der Eingang zu der Trap Base hier hinter. Hier habe ich halt mein wundervollen, wie heißt es, Bauschrank. Ja, im Endeffekt locke ich die Leute hier rein und das Coole daran ist halt, ich kann halt auf das Tor von außen, also auf das Tor außen kann ich von hier aus zugreifen und direkt meine Base verschließen. Ist, denke ich mal, ein ganz cooles Konzept. Das sollte man vielleicht noch aus Stein machen, weil ja. Da bin ich gestern nicht mehr zugekommen. Stopp mal. Richtig rum? Richtig rum. Aber wie gesagt, Trappen ist halt immer schwerer bei Rust, weil jeder davon ausgeht, dass jede Base einfach mal eine Trap Base ist. Ich werde jetzt definitiv keinen reinlocken können. Aber wir werden es natürlich versuchen. Ist klar, aber dazu brauche ich Pfeile, Bogen. Schlimme ist, ich sehe ihn nicht mal. Doch, jetzt sehe ich ihn auch. War ja klar. Tja. So, und jetzt wachen wir hier auf, schließen die Tür. Hallo, mein Freund. Danke, Magic Rust. Hat auf Anhieb doch geklappt. Eigentlich wollte ich euch ja nur zeigen, wie diese Trap Base funktioniert, aber perfekt. Ich weiß gerade gar nicht so wirklich, was ich hier tue. Ach so. Okay. Hat ja auf Anhieb einfach mal ganz nice gefunzt hier. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist halt so eine ganz Pille-Palle Trap Base, aber wie gesagt, da fällt halt fast keiner mehr drauf rein.
Ja, scheinbar schon, aus irgendeinem wahnwitzigen Grund, aus welchem auch immer. Jetzt könnte man hier noch ein Regal hinbauen. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber ich werde es einfach mal versuchen. Was man auch machen könnte, wenn man dann stirbt, kann man auch in der Seite hier spawnen. Und hier kommen sie halt auch nicht mehr raus. Coole Sache. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.